Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Yildirim an. Dieser hat über AliExpress geschrieben, welches er mit 4,1 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. AliExpress Erfahrungen. AliExpress Deutschland. AliExpress ist der kleine Bruder von Alibaba. Bei beiden Handelsplattformen kann man sehr günstig Waren erhalten. Alibaba richtet sich an alle Geschäftskunden und AliExpress an Privatkunden. Heute werde ich etwas von meinen AliExpress-Erfahrungen berichten, über die Plattform an sich und was man da von dem Bestellen wissen sollte. Über AliExpress, die Alibaba Group. Die Handelsplattform gehört zu der Alibaba Group Holding Limited, eine chinesische Unternehmensgruppe. Die Gründung des ersten Unternehmens geht bis 1999 zurück, wo Jack Ma Alibaba.com veröffentlichte. Mittlerweile hat die Gruppe einen Umsatz von über 22,99 Milliarden US-Dollar gemacht. AliExpress – Produktkategorien. Wenn man etwas von AliExpress nach Deutschland bestellen möchte, dann sollte man zuallererst direkt oben in den verschiedenen Reitern Versand nach Deutschland auswählen. Auch die Währung kann man dann einstellen, sodass die Preise in Euro, Dollar, Pfund oder in einer anderen Währung angezeigt werden. Allgemein ist es bei dieser Handelsplattform so, dass man eigentlich direkt beim Hersteller einkauft. Die meisten davon sind im fernen Osten angesiedelt, was auch die günstigen Preise teilweise erklärt. Daher vorab auch direkt eine Warnung. Beim Einkaufen hier sollte man einfach den gesunden Menschenverstand einsetzen. Hier werden häufig Markennamen angeboten zu unvorstellbar niedrigen Preisen. Wenn es so günstig ist, dass es unmöglich scheint, dann handelt es sich gewiss um Plagiate. Soweit ich weiß, geht Alibaba dagegen vor und es ist im Vergleich zu vor einem Jahr auch schon deutlich weniger geworden. Auch beliebt sind Produkte, die ähnlich klingen und aussehen wie Markenprodukte. Beim Shoppen sollte man einfach die Augen geöffnet haben und sich nicht blenden lassen. Frauenkleidung und Zubehör. Für alle Arten Klamotten ist die Plattform bereits bekannt. Besonders AliExpress-Kleider haben die Runde gemacht, da man dort für besondere Anlässe wie dem Abiball oder Hochzeiten sehr günstige Schnäppchen machen kann. Das Schöne an der Plattform ist aber vor allem, dass sie gerade in Sachen Fashion und Beauty immer auf dem neuesten Stand sind. Das heißt, gerade auch Trends, die aus den Staaten kommen, sind dort schon sehr schnell zu finden, bevor sie überhaupt in Deutschland ankommen. Für die Fashion-Fans ist das eine besonders gute Nachricht. Neben Kleidern gibt es natürlich Jeans, Oberteile, Dessous, Socken und Strumpfwaren und so weiter. Unter Zubehör sind Accessories zu finden, wie Sonnenbrillen, Tücher, Schals, Gürtel, Haargummis und solche Sachen. Männerkleidung und Zubehör. Hier gilt das gleiche wie für die Frauen. Ob Pullover, Jeans, Shirts, Anzüge, Jacken, Mäntel oder Pullover. Man findet, was das Herz begehrt. Schuhe. Auf keiner Plattform dürfen Schuhe fehlen. Schuhe gibt es natürlich auch für Männer und Frauen. Auch hier findet man die neuesten Schuhtrends. Je nach Saison findet man vermehrt eher Sommer- oder Winterschuhe, aber prinzipiell sind das ganze Jahr über Schuhe erhältlich. Handy und Telekommunikation, Computer, Unterhaltungselektronik. Besonders beliebt sind bei AliExpress auch sämtliche Zubehörteile für das Smartphone zum Beispiel. Dazu gehören außergewöhnliche Handyhüllen, Ladekabel, Taschen oder eben Halterungen für das Auto oder unterwegs. Man findet aber auch Smartphones von bekannten Herstellern oder eher unbekannten Herstellern. Gleiches gilt für Kameras, Tablets, Laptops und so weiter. Man kann hier sagen, egal was man im Bereich Technik sucht, AliExpress wird es von irgendeinem Hersteller im Sortiment haben. Schmuck und Zubehör. Halsketten, Ringe, edler Schmuck, Armbänder, Perlen. Alles ist vorhanden. Unterscheiden kann man hier auch tatsächlich zwischen hochwertiger Ware mit edlen Materialien und Modeschmuck. Für Uhren gibt es nochmal eine Extrakategorie, aufgeteilt nach Kinder-, Herren- und Damenuhren. Sammeln und Seltenes. Für die Sammler offenbart sich AliExpress als echtes Paradies. Die Kategorien lauten hier zum Beispiel Modelle, Puppen und Plüschtiere, Spielzeug mit Fernbedienung, elektronisches Spielzeug und so weiter. Schönheit und Gesundheit. Wie ich eben schon schrieb, ist die chinesische Handelsplattform vor allem dafür bekannt, gerade bei dem Schönheitstrend immer weit vorne dabei zu sein. Das liegt gerade im kosmetischen Bereich auch daran, dass viele Trends aus dem östlichen Gebiet kommen und dort sitzen sie ja eh an der Quelle. Die Unterkategorien sind hier Make-up, Nägel und Tools, Hautpflege, Düfte, Haarpflege und Styling. Mundhygiene, Bad und Dusche und sogar Sexprodukte. Möbel. Wohnmöbel, Gartenmöbel, Barmöbel, Büromöbel, Kindermöbel und all solche Dinge lassen sich auch hier finden. Weitere Kategorien. Die restlichen Kategorien kurz im Schnelldurchlauf. Gepäck und Taschen, Sport und Unterhaltung, Mutter und Kinder, Weddings und Events, Licht und Beleuchtung, Automobile und Motorräder, Neuheiten und besondere Verwendung, elektronische Bauelemente und Systeme, Office und School Supplies, Heimwerker, Sicherheit und Schutz, Haarverlängerungen und Perücken. AliExpress Erfahrungen. AliExpress Zoll. Die erste Frage, die sich die meisten stellen, wird bei einer AliExpress-Bestellung der Zoll fällig? Ab einem Warenwert oder Bestellwert von 26 Euro muss man die Einfuhrumsatzsteuer von 19%
Prozent bezahlen. Falls der Verkäufer beim Paket einen Fehler bei der Deklaration gemacht hat, kann es auch sein, dass das Paket überprüft werden muss. An sich verlief es bei mir und den Bestellungen immer ganz glimpflich ab. Ich habe noch nie das Paket abholen müssen. Was ich auf jeden Fall jedem raten würde: Wenn man sich unsicher bei einem Produkt oder der Qualität ist, dann sollte man sich die Käuferbewertungen durchlesen. Diese sind ähnlich aufgebaut wie bei Amazon und man kann meistens schnell erkennen, ob es qualitativ was taugt oder eher nicht. Das einzige Manko bei AliExpress: Die Zahlung per PayPal ist nicht möglich, dafür aber über Kreditkarte oder Sofortüberweisung. Was man wieder der Plattform zugutehalten muss, ist, dass es ähnlich wie bei eBay und PayPal einen Käuferschutz gibt. Ich kann über keine negativen Erfahrungen berichten. Die Lieferzeit ist natürlich etwas länger, aber ich habe immer gute Verkäufer erwischt mit 1A-Ware und tatsächlich auch recht akzeptablen Englischkenntnissen. An sich ist AliExpress seriös. Der einzige Unterschied ist hier vielleicht, dass man die Verkäufer etwas genauer unter die Lupe nehmen sollte. Schaut einfach auf die Bewertungen und bestellt nicht blind, dann dürfte nichts schiefgehen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.